Schöne Zuckerdruckmilchung, willkommen zu der nächsten Folge. Gleich auf Zuckerdruckmilchung. Und heute haben wir natürlich zu dem aktuellen Update was zu sagen. Ich sage es vorab, Leute. Ich persönlich habe keine Bilder zum Update, weil ich wegen Copyright gesagten Schützen nicht dran bin. Aber es gibt ja zwei Zauber und wir werden heute über den ersten sprechen. Ich werde gleich noch eine Folge aufnehmen, wo wir über den zweiten Zauber sprechen. Ich werde bei ein paar Angriffe üben. Und davor machen wir kurz den Check, okay. So, Leute. Es sieht so aus. Wir haben hier die nächste Kaserne gestartet auf dem nächsten Level. Und, Leute, es ist endlich soweit. Wir können den Kinge gleiche Upgrade. Und das ist geil. Das ist Hammer. Hammer geil, dass wir den gleich upgraden können. Dann haben wir alle Mauern fertig. Sekunde. Es gibt so viele neue Sachen und Update. Oh, ich kann gar nicht so viel es löschen. Wo ist denn das Ding? Alter, viel mal weiß ich überhaupt nicht, wo die ist. Seht ihr die irgendwo? Da. So, jetzt sind alle Mauern auf dem geordneten Level. Jetzt können wir ausmachen mit den Teslas. Und hier habe ich gefarmt. Ist ein bisschen außer Ruder geraten, nämlich wir hatten kein fucking Internet. Und deswegen habe ich morgen gefarmt schnell, um die nächste Luftabwehr zu starten. Genau. So. Leute, also im nächsten Video kommt erst zum Update. Jetzt, ich muss hier erstmal, ich habe jetzt gerade so viel zu tun. So, jetzt meine andere. Die andere Sache ist, oh, das ist ja nochmal ein altes Design. Also, die andere Sache ist, ich habe mir im Internet oder in YouTube ein Base rausgesucht und habe es hier nachgebaut. Weil mein Klanggesetz der Meise ist so schlecht, habe ich mir auch so gesagt. Gehen wir mal kurz weit. Ich habe keine nicht wirklich Bartschmidt, aber ich finde die ist eigentlich sehr gut. Ich habe mir einfach eins ausgesucht, damit die Fick fressen mich, also die Leute hier mich bitte mal in Ruhe lassen, damit hier die Mauer und so weiter umzusetzen. Ja. Sonst gibt's noch den letzten Clan Creek. Ich werde den nochmal schreiben. Wann ist der nächste Clan Creek und so weiter? Wir haben einen Krieg zu Ende gespielt, da war ich nicht dabei. Weil wie gesagt, wegen der Mauer, also wegen dem Scheiß, was ich hatte, haben wir hier ein 25-14 kassiert. Wir gucken uns zwei Angriffe an, weil diesen Freestar hier auf von Biber. Wie als Biber wurde gar nicht angefangen. So, also er greift hier mit Ballons an, was ich nicht verstehe. So, die ersten Ballons hat den ersten Turm. Es ist ein Hybridangriff, nicht wahrscheinlich. Der nächste. Er soll die Clanburg zerstören.
Nicht viel ausgerichtet. Scheiße. Der ist auch noch am Start. Er hat 4 Wut dabei. Wieso nimmt man 4 Wut mit? Was ist denn daran? Gut geregelt. Also, das war eine gute Flankierung. Jetzt erstmal alle Außengebäude kaputt machen mit den Magiern. Jetzt kommt der Flächenangriff. Ich wette, er sitzt da den ersten Wutzauber. Nee. Die zerstören alles. Er hat die gut gesetzt. Der Luftfeger weiß gar nicht, was ihm geschieht. Das ist echt ein. Ach du heilige Döner. Der nächste Wutzauber. Noch ein Wutzauber zur Hand. Ich wette, der nächste wird da oben gesetzt. Und die Lava-Hunde haben sich gesplittet. Der letzte Wutzauber ist am Start. Bäm, tot. Ey, das sieht sehr scheiße aus. Wie hat er daraus einen Freestyle gemacht? Er hat noch so viele Loons. Die machen jetzt einfach mal den King kaputt. Eine Sache grandios gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das mit Ballonien, mit den Loons geschafft hat, anzugreifen so. Echte des. Gut gewesen. Das war der beste Angriff des Monats und ein kleiner Bonus-Special. Ach, ist egal. Wird auch noch irgendwann mal kommen. Und es ist soweit, Leute. Ach du Kacke. Ich habe 2. Wie viel habe ich mit? Ich suche jetzt einen fucking Gegner, der uns genug Loot beschert, um ihn abzugraden. So, los. Nein. Das sind 500 Elixier. Dunkles. Scheiße. Auch nicht. Ich will den King doch nur schlafen legen, was ist denn daran zu viel verlangt? Ich habe sogar doch Mauerbrecher dabei. Wir kriegen ja keinen, das müssen wir dann morgen machen. Übrigens, Leute, es wird kein Jungle diesen Tag gefahren, weil das Update ist da und das Update ist ja wichtiger. Deswegen kommt ihr zu jedem Scheiß. Oh Gott, nein, bitte nicht. Das Update ist viel wichtiger und deswegen werde ich die meiste Zeit jetzt die nächsten 3 Tage Clash of Clans bekommen. Der Jungle wird dann heute wahrscheinlich nur wieder Freitag geben. Und der hat Loot. Alter, der hat Loot. Leute, den kaufen wir uns jetzt. Den kaufen wir uns. Aufs Dunkle. In den Wutzauber. Mach doch einfach auf das scheiß Dunkle, meine Güte.
Jetzt klatsch die Scheiße rein, Mann. Was war denn das? Ich glaube, es hat, Mann. Wie durfte denn die Bogen schützen, Junge? Die kommen da kein Stück weiter. Die haben so eine Scheiß. So eine Kack-Scheiß-Base war das. Und die kommen da nicht weiter. Ich habe voll behinderte Bogenschütze. Ist nicht wahr, Mann. Doof halt in Person. Wie haben die in Dead gerade pass... Ey, nee. Mit dem ich bin total wütend. Wie kann man denn so bescheuert sein? Ich habe Mutter gesagt, die haben nichts gemacht. Die blöden Scheißbeine sind nur an die Seite gegangen. Die sind zu doof, den Scheiß Loot zu holen. Die hatte so viel drauf. Und die Bambanen sind zu doof, den Scheiß da zu holen. Und die Bogenschützen. Es ist einfach gehirnschmalzend. Trotzdem, Leute, wenn es euch gefallen hat, ich bin jetzt voller Wut. Ich werde jetzt voller Wut. Freut euch auf die Video, auf diese zwei Videos, wo das Update zu den beiden Zaubern kommt. Neuen Zaubern und das Weitere. Zu dem Update kommen die nächsten zwei Videos. Das war nur ein Einstiegsvideo, um euch das zu sagen. Und dann würde ich euch sagen, Leute, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Einen schönen Tag, Alter. Ich werde jetzt ein bisschen MW3 oder ein bisschen FIFA spielen. Bis gleich. Bis dann und tschüss.